sind wir wieder bei Gothic 2. Wir haben jetzt vor ganz, ganz kurzem Kavalon wieder getroffen. Ja, was rede ich jetzt eigentlich? Ich mache einfach mal weiter. Wasser, Gold, Apfel, Fischsuppe, Fischsuppe, Blauflieder, Blauflieder. Und eine Innerstatue, hier können wir beten, da ich bestimmte Boni bekomme, allerdings kann man nicht sagen, welche Boni wir bekommen. Wie stark die sind, hängt von der Goldmenge, die wir spenden. Aber ich rede jetzt erstmal mit dem. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich. Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Ja. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. Okay. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Okay. Ich muss weiter. Wolf! Haha! Meiner! Ein Drecksvieh weniger! Meiner! Der Wolf spawnt immer dann, wenn man Mallet anspricht. Mallet, wie auch immer. Schafe rennen weg. Und davon ist Lobert. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? What? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Für die Bauern? Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns doch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Revolution. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Okay. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Okay, und für wen bist du, Bauern oder König? Was ist mit dir? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben.
Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Okay, ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Also Rüstung. Die sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ist ja jetzt eine der leichtesten Quests des Spiels. Hier, hüpf rüber. Einfach alle Rüben mitnehmen. Juhu, wir dürfen einen Bauern spielen. Warum freue ich mich darüber eigentlich so? Bauern sind Noobs. Feldrübe, Feldrübe, Feldrübe. Doch hier hinten das Zeug einsammeln. Heilkraut. Heilpflanze. Heilfeuerkraut. Wie viele Pflanzen haben wir eigentlich inzwischen? Ah, okay. Es gibt einige Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen. Das sage ich schon mal vorweg. Aber die beste Möglichkeit ist immer noch die, die jetzt mit dem Addon gekommen ist, was sich dadurch eine ganze Quest erledigen lässt. Die Rüstung ist jetzt quasi auch nur temporär. Den restlichen Mist mit. Feldrübe, Feldrübe, Feldrübe. So, das reicht. Hier ist deine Rüben. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Lass mal sehen, okay. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ich nehme die Klamotten. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Okay. Es gibt 4 Quests, die man hier machen kann. Eine haben wir jetzt gerade schon gemacht. Nein, 5, die wir jetzt gerade machen, mitgerechnet. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Okay. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Eintopf erhalten. Okay, cool. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Wenn ich mir recht überlege, mache ich die Banditen vielleicht doch noch, bevor ich mir die Rüstung hole. Ja, ich denke, ich mache die Banditen erst. Aber vorher holen wir noch ihre blöde Pfanne. Da vorne hockt auch schon der fahrende Händler bei seinem Karren. Spruchrolle. Lauflieder. Sieh an, wen haben wir denn da? Der ist irgendwie suspekt. Du bist auf dem Weg in die Stadt. Habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Oh oh. Mir ist egal, wo du herkommst. Okay. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Egal. So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen.
Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Fick dich. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Ja. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Oh, der alte Spruch, zeig mir deine Ware. Kann ich nicht tragen, kann ich nicht tragen, kann ich nicht tragen, kann ich nicht tragen. Die Pfanne will ich haben. Okay, das war's aber schon. Ich muss weiter. Von mir aus. Also, ich mach dann mal den Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis gleich.